Hallo, mein Name ist Alexander und ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, das heißt, wie sie ihr Geld sicher anlegen können oder wie sie ihr Geld auch in Sicherheit bringen können und dabei noch eine gute Rendite bekommen. Heute möchte ich über die Stock-to-Flow-Ratio reden, die ich in den letzten Videos schon das ein oder andere Mal angesprochen hatte. Die Stock-to-Flow-Ratio ist eine Möglichkeit, wie man Rohstoffe, wie man Werte sie betrachten kann. Und konkret ist es so, dass Rohstoffe eine einzigartige Anlageklasse sind. Diese Anlageklasse wirft keine Cash-Rendite ab, aber ihre Rendite, ihre einzige Rendite besteht in der Preissteigerung, so sie überhaupt stattfindet. Der Wert von Rohstoffen wird hauptsächlich durch die reale Konsumnachfrage bestimmt. Und jeder Vermögenswert, der konsumierbar ist und dessen Angebot eingeschränkt ist, kann die Anlageklasse Rohstoffe angehören, also zugerechnet werden und als Ware auch bezeichnet werden. Beliebte Beispiele sind Vieh, Getreide, Rohöl, Metalle und logischerweise natürlich auch die Edelmetalle. Und ergänzen muss man auch, der Preis einer Ware hängt in den meisten Fällen von ihrem realen Nutzen und von ihrem Angebots-Nachfrage-Verhältnis ab. Es gibt allerdings eine besondere Klasse von Rohstoffen wie Gold und Silber, deren Marktwert um ein Vielfaches höher als jener ist, der ihrem realen Verbrauch zugeschrieben werden kann. Diese besondere Klasse von Rohstoffen wird eher für Investitionen und für Preissteigerung als für den Konsum genutzt. Das heißt, der Stock-to-Flow-Ratio gibt gerade bei dieser Form von Rohstoffen, bei diesen Metallen, Getreide, Öl, Vieh und was auch immer alles noch, er zeigt die jährlich geförderte Menge an im Verhältnis zum Lagerbestand. Das ist die ganze Kunst, was in dem Namen drinne steckt. Also das, was da ist und das, was dazukommt, wird ins Verhältnis gesetzt. Und dieses sollte halt logischerweise relativ gering sein. Das war's eigentlich zur Stock-to-Flow-Ratio. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.